Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Palworld. Oh Gott, mein PC macht gerade Geräusche. Zwei Folgen soll er eigentlich noch durchhalten. Aber das Dazi ist, glaube ich, gestorben, aber wir haben es. Dazi-Wölkchen. Oh, ich habe ein Level 39 erreicht. Oh, du hast irgendwas gegrillt noch schnell. Schön. Doppelflinte, die will ich ja haben. Flintenmunition brauchen wir da natürlich auch. Und die Stahltruhe brauchen wir. Okay, Statuspunkte. Ich gehe nochmal auf Ausdauer, einfach, dass wir weiter fliegen können. J-Holksammer. Gut, dann gehen wir mal nach da hinten zu unserem Lager und dann porten wir uns einmal kurz in die Zuchtfarm, um zu schauen, was da so abgeht. Und den anderen sagen wir schon mal, dass die das Ding bereitstellen sollen, was wir jetzt gerade freigeschalten haben. Dann geht's auf dieses Terra-Ding. Ich habe echt ein bisschen Schiss davor, um ehrlich zu sein. Erstens weiß ich nicht, ob wir da hinkommen und zweitens weiß ich nicht, ob wir es überleben. Oh, Gillette hat einen wilderen Rookie besiegt. Wo bist denn du? Hä, da hüpft ja was hinter mir her. Ein Wolf auch noch. So. Außerdem besiegt da hinten. Es gibt ja mal ein bisschen Loot. Ah, oh, zwei Stück sogar. So. Euch geht's hier wahrscheinlich super. Wahrscheinlich mal, ob ihr noch genügend zum Essen habt. Nee, das sieht leer aus. Oh, ihr habt echt nichts mehr zum Essen da. Ich hole mal kurz Beeren. Gegrillte Beeren. Ausgehungert. Ups. Gut, dass wir vorbeischauen. Irgendwie sind die Beeren leer. Nehmen wir mal die Hälfte von den Beeren mit, die wir da haben. Ich wette, dass die hier sehr viel haben. Na du, Hallöchen. Okay, 1000. Ich brauche nicht ganz 1000. Hälfte reicht mir. Ja, grillt schon mal wieder. Ein Besucher, es scheint sich zu nähern. Okay. Na, den kann man mal wieder was verscherbeln. Dann machen wir hier mal ein bisschen Salat. So. Den bringen wir mal ganz kurz die Beeren, dass sie nicht verhungern. Dann schauen wir weiter. Ausgehungert, ja, ich sehe es schon. Dieses Pal hat Hunger. Ja, ich bin genau im richtigen Moment, glaube ich, gekommen. So. Jetzt ist jeder für seinen Hunger selbst verantwortlich. Ich glaube, die haben alle wirklich Hunger gehabt. Zumindest kommen sie gerade alle sehr schnell angerannt. Schauen wir mal nach Hause. Hör mal auf. Dazi-Wölkchen. Cool. Weiß ich nicht, ob wir die für irgendwas mal brauchen. Wo ist der Besucher? Den könnten wir nämlich mal unseren ganzen Müll hier andrehen. Ja, weg. Weg. Ja, eins davon können wir auch verkaufen. Ist da nicht auch noch irgendwas, was wir auf jeden Fall nicht brauchen? Arktische Tracht. Fiederhaarschmuck kann auch weg. Der Bogen. Wo ist der? So, ansprechen. Er ist dasselbe Idiot wie immer. Was hier hin? Genau. Dann habe ich wieder Geld. Jetzt schauen wir mal, ob er irgendwas hat, was ich auch nur ansatzweise brauchen könnte. Gefühligkeitsdroge. Drogen. Nein, danke.
So, dann lasse ich noch mal hochwertige Metallbahnen produzieren. Da habe ich sicher irgendwo welche. Eine Stahltruhe. Okay, während ihr die baut, gehe ich mal zu meinem Zuchtprogramm und schaue, wie es zu meinen ganzen Eiern geht, beziehungsweise ob die anderen schon Eier gelegt haben, dass ich dieses Lavender züchten kann. Schau mal, was kriegen wir diesmal? Okay, haben wir schon vollständig. Ein Futter, ja, können wir brauchen. Ein Gillette, cool. Ein gewöhnliches Jumbo-Ei. Tun wir das schon mal rein. Okay. Wie gesagt, ich möchte gerne nach da unten. Am besten kommt man, glaube ich, von da hin, würde ich fast sagen. Von da nach da unten. Dann schauen wir noch mal kurz ins Lager, ob die jetzt da happy sind mit ihrer neuen Stahltruhe. Und das wird ja gleich was Neues einstellen, vielleicht auch was, was wieder so ein bisschen allround-mäßig ist. Okay, eine elektrische Pharmazieanlage. Okay, ihr mich auch. Irgendwas sehr teures. Beacon. Hört sich krass an. Tombard abbauen, ernten. Was könnt ihr? Was können die Marmoresse? Okay, abbauen, pflanzen und so. Ja, die können wir eigentlich mal zum Tragen hier nehmen. Ich kann eigentlich so einen Anubis reintun. Vielleicht einer, der nicht selbstzerstörerisch ist. Naja, der hat wenigstens einen grünen Daumen. Gut. Eine elektrische Pharmazie. Ich habe die schon gesehen, aber ich glaube, die dauert noch ein bisschen, bis wir die haben. Eine Pharmazieanlage. Die so weit unten? So weit unten war die doch nicht. Ah, hier 43. Okay, ja, das dauert noch ein bisschen. Dann schauen wir mal mit der Linte, wie es da aussieht. Okay, jetzt haben wir 4 Slots zum Essen. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr mitnehmen. Da drüben ist das Waffending. Doppelflinte, ne, so krass, dass sie nicht Polymerplatte bräuchte. Ich, was brauche ich für Polymerplatten? Hochwertiges Palo haben wir jetzt auch genügend. Macht die 7. Dann bauen wir es halt. Gut. Dann schaue ich mal, dass ich da jetzt nach hinten komme. So. Ich will eigentlich nicht mein Gillette, sondern ich will eigentlich mein Fliegeding. Und schauen wir, dass wir jetzt hinkommen. Ist halt der halbe Tag vorbei. Jetzt schon. Okay, da oben ist ein Ei. Komm mal her. Dann fliegen wir jetzt erstmal zu dem Ei. Wo bist du? Komm her. Stell dich da mal hin. So. Dann fliegen wir jetzt mal zu der Spitze. Da hinten ist, glaube ich, dieses Terra-Ding, wo wir hinwollen. Sieht mir so aus. Gibt es da irgendeinen leichteren Weg hin oder muss ich da jetzt echt hinfliegen? Ich vermute mal, wir haben keine andere Wahl, außer dahin zu fliegen. Setz dich da mal hin, lade dich auf. Ja, das ist diese Terra-Insel. Vielleicht noch da vorne auf das Ding da kurz landen und dann darüber.
Ja, das könnte lustig werden, das könnte richtig lustig werden. Wie gesagt, ich hoffe, wir kommen darüber und ich hoffe, wir werden da nicht direkt getötet. Aber die Gegner da müssen ein bisschen stärker sein, vermutlich. Keine Vermutung. Okay. Creamies gibt's hier. Ups. Okay, wir sind voll. Dann fliegen wir jetzt einmal nach da drüben. Wie gesagt, ich hoffe, wir schaffen das. Mal schauen. Und von diesen Inseln gibt es, glaube ich, drei Stück inzwischen. Und das könnte ganz lustig werden. Ich hoffe, ich ersaufe nicht gleich. Ich glaube, ich stürze ab. Bis wir da vorne sind, habe ich es nicht geschafft. Okay, da ist irgendein komischer Nebel. Ausdauer reicht nicht aus. Öffnen. Okay, das ist, glaube ich, dieses Naturschutz. Verbrechen wird begangen. Wann wird ein Verbrechen begangen? Wenn wir hier landen? Es ist jetzt gut, was passiert jetzt? Okay, da ist dieses Ding, was ich fangen soll. Laut der Aufgabe da. Warum wird dann Verbrechen begangen, weil ich in diesem Naturschutzgebiet bin und hier nicht sein darf? Verbrechen wird begangen. Ich weiß nicht, was mich gleich angreift, wahrscheinlich deswegen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich will eigentlich nur dieses scheiß Rentier fangen. Ja, habe ich eigentlich das Ziel? Okay, da vorne ist ein Pinking. Ich nehme mal meinen Chillet. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was. Vielleicht fällt gleich ein Meteorit auf mich runter oder so. Ich versuche mal das Pinking zu fangen. Okay. Okay, ich habe ihn gefangen, obwohl da stand, ich hätte ihn besiegt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Folgen hat, dass ich hier bin und die Dinge einfange. Wahrscheinlich schon. Umsonst steht das da wahrscheinlich nicht. Diese Anzeige macht mich ein bisschen nervös. Muss ich durchaus sagen. Krieg ich hier denn da den Schaden? Ach, weil da hinten noch so ein Panking rumrennt. Ich weiß nicht, ob mich jetzt alle hassen, weil ich hier bin. Also ich soll ja hier angeblich auch nicht sein. Scheint so. Dann schauen wir mal nach da oben. Wenn du Wachen begegnest, schießen die ersten Fragen dann einfach hoch, dann hochfliegen. Okay. Hier gibt es also Wachen. Nice to know. Ich darf also praktisch nicht hier sein. Also es gibt auch nicht einen Zeitpunkt, so einen späteren Spiel, wo man sagt so, okay, du hast jetzt den und den Turm besiegt, du darfst jetzt hier sein, sondern ich darf hier allgemein nicht sein. Hier zu sein ist scheiße, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich möchte das gerne abbauen. Das ist nämlich Steinkohle. Ich bin hier nur wegen der Steinkohle, Leute. Ich möchte hier keine seltenen Pals fangen, beziehungsweise das wunderschöne Ding da vorne. Oh, ich habe Angst, dass mein Chillet das ein bisschen killt. Okay, die Angst ist berechtigt. Bleib mal da. Okay, das ist jetzt mal eine Aufgabe, die ich gerade erfüllen sollte eigentlich. Okay. Okay, cool. Mach dich auf zum Obsidian-Krater. Ja, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
In Elfie dran, das haben wir glaube ich noch gar nicht. Oh. Hä? Greift mich hier an. Geht halt mal gar nicht. Okay, dann würde ich ja sagen, wir machen an der Stelle mal einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Palworld. Bis dahin. Bye.